What's your favorite blog? The sky's still clear. Dass Teenager immer früher durchstarten, scheint ein weltweiter Trend zu sein. Tiny Masters of Today sind die jüngsten Stars der Underage-Szene. Mit 8 schrieben die New Yorker Punkgeschwister Eda und Ivan ihre ersten Songs und begeisterten damit sogar David Bowie. Inzwischen sind sie 12 und 14, haben einen Plattenvertrag bei Mute Records und spielen in der Profiliga mit. Trotzdem wohnen sie natürlich noch bei den Eltern. So, this is my room. Das ist mein Zimmer. Hier hänge ich ab. Das ist mein privates Zeug, meine Socken, meine Unterhosen. Und das ist mein altes Spielzeug von früher, als ich noch klein war. Und das hier ist wie ein Klavier. Lass uns rüber in dein Zimmer gehen, Ada. Yeah, so this is my room. Das ist mein Zimmer. Sehr pink und immer unordentlich. Check, check. I'm Ivan. And this is my sister Ada. And this is our fashionably late drummer. Russell. Vor 1,5 Jahren spielten Ivan und Ada ihre ersten Konzerte in New Yorker Szeneclubs vor erwachsenem Publikum. Mittlerweile sind ihre Auftritte Kult und Musikgrößen stehen Schlange. Für ihr Debütalbum gingen die Mini-Profis mit Russell Simmons ins Studio und haben mit ihren Helden Kimya Dawson und Karen O aufgenommen. Das ist von den Yeah Yeah Yeahs. Wir haben mit ihnen auf unserem Album zusammengearbeitet. Ich war ziemlich nervös, als ich Karen O zum ersten Mal getroffen habe. Sie ist Wahnsinn und sehr nett. Und das ist das erste Album von The Clash. Das war meine Lieblingsplatte und hat mich inspiriert, Gitarre zu spielen. Gerade arbeiten Ivan und Ada wieder an neuen Songs. Und das geht inzwischen ganz einfach zu Hause im Wohnzimmer. Heute ist es für Kids viel einfacher. Sie können ihre Songs ins Internet stellen und die Leute können sich das anhören. Das macht es viel einfacher heute. Man muss keine Connections haben. And I think it's easier now for kids to do it, you know, without having to be 10 years older and have connections and stuff.